Zu Gast bei mir heute Marie-Louise Marjan, bekannt als Helga Beimer. Zum Thema Mutter der Nation kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Auf das Thema Spiegeleier, Plan, UNICEF und viele, viele interessante Dinge. Ich freue mich, dass Sie heute bei mir sind. Lassen Sie uns zuerst über die Lindenstraße sprechen. Ist ja ein aktueller Aufhänger. Was ist das für ein Gefühl, nach 35 Jahren zu sagen, das war's, letzte Klappe ist gefallen und jetzt ist Schluss mit meiner Familie und mit meiner Sendung? Es ist ja so, ich bin Theaterschauspielerin, habe 20 Jahre Theater gespielt und bin es gewöhnt, dass man nach einem Jahr sagt, so, jetzt ist das Engagement beendet oder es wird verlängert. Das ist eigentlich für einen Künstler der normale Zustand. Dass wir die Möglichkeit hatten, 34 Jahre, also fast 35 Jahre, in einem Team, zwar etwas wechselnde Figuren, aber an einer Sache so lange zu arbeiten und so lange dabei zu sein, ist es eigentlich für Deutschland ein purer Luxus. Da kann man eigentlich nur dankbar sein und nicht jammern. Also ich sehe das sehr professionell. Sie haben es angesprochen, es gab ja ein Leben vor der Lindenstraße, auch sehr erfolgreich, auf der Bühne beispielsweise, im Tatort haben Sie mitgespielt. Hätten Sie die Entscheidung für eine so lange Serie nochmal so getroffen? Weil Sie haben ja auch viele andere Dinge dadurch verpasst. Es ist so, dass ich ja schon 45 Jahre alt war, als ich mit der Lindenstraße begann. Und ich habe vorher 20 Jahre Theater gespielt und 240 Fernsehauftritte, also Fernsehrollen und kleine, große, mittlere, schon gemacht, bevor die Lindenstraße überhaupt anfing. Ich nenne nur mal Tour de Ruhr zum Beispiel, die war ja sehr bekannt, diese Serie. Aktion Grün, die Johannes-Serie, da ging es um den Eisenbahnbau hier im Hunsrück, das haben wir dann in der Tschechoslowakei gedreht, auch vom WDR, eine sehr, sehr schöne Serie, die Ilse Hoffmann und Herr Jogis gedreht haben, viele Folgen, dann Kein Rezept für die Liebe, das habe ich dann während der Arbeit mit der Lindenstraße gemacht, dann eine Apothekerin gespielt, also es war doch immer sehr viel, auch was ich vorher schon gemacht habe. Dann, wenn man 45 ist und dann nochmal in so eine Situation gerät zu sagen, ich habe mir sogar sehr große Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt annehmen soll. Ich denke, na ja, dann das Theaterspielen liegt dir ja auch am Herzen, aber auf der anderen Seite hatte ich schon viele Fernseherfahrungen mit dem Film auch und dann hat es mich natürlich gereizt und dass das so lange dauert, damit hat ja niemand gerechnet. Es war ja eigentlich so, es sollte ja ein Jahr sein und als wir nun anfingen, da hagelte es ja Kritik. Den man war gewöhnt, Denver und Dallas, die Damen waren also geschminkt und sahen schön aus und kamen also aus den Betten und waren immer gestylt. Und das Publikum hatte sich auch gewöhnt in den 80er Jahren an diese wunderbaren Frauen und freuten sich über den Armen und den Reichen oder den Multikönig des Öles und die Brute und die Böse und da waren sie mitten dabei. Und jetzt kamen wir mit dem ganz normalen Alltag. Ich kann mich noch erinnern, wie Hans Geisendörfer vor mir stand und an meiner Wange so ein bisschen abstreichelt und sagte, du hast da Schminke, weg damit. Wir sind Alltag, wir sind nicht geschminkt. Und natürlich ändert sich das, weil in den 80er Jahren hat sich auch eine normale Verkäuferin geschminkt oder eine Köchin. Das war eigentlich normal. Aber der Hans Geisendörfer wollte sehr, sehr realistisch sein. Denn sein Vorbild war ja Coronation Street in London. Seine Frau ist ja Engländerin. Und dann hat sie immer so einen leisen Vorwurf in der Stimme gehabt. Sie saß da, so hat er uns das erzählt, und guckte Coronation Street und sagte, du immer mit deinen Filmen, du machst ja nur Schulden, mach doch mal eine Serie, so wie Coronation Street. Das ist eine kleine Aperçu, wo ich denke, das kann ich schon erzählen. Er hat es ja selber erzählt, so nicht, ja. Mhm. Die Lindenstraße war ja immer so ein Spiegel der Gesellschaft. Im Grunde in den 80ern, als sie gestartet haben, neue deutsche Welle, die 90er ein bisschen lockerer vielleicht, dann 2000, Terroranschläge, Ausländer als Thematik. Gab es eine besonders schöne Zeit, die sie gerne gespielt haben und eine besonders schlimme Zeit, wo auch die gesellschaftlichen Umstände im wirklichen Leben dann so viel Einfluss haben, dass das quasi auch die Lindenstraße so stark beeinflusst hat?
Das hat bestimmt die Lindenstraße beeinflusst. Nur ob es dann meine Geschichte beeinflusst hat, das war weniger. Mein Sohn, der Moritz, den wollten sie ja mal zum Neonazi machen. Und da kann ich mich erinnern, dass ich mich als Mutter eigentlich beschwert habe, dass das völlig an mir vorbeigeht. Also ich war gar nicht eingebunden in die Geschichte als Mutter. Da dachte ich, wie ist das möglich? Die Mutter muss doch wissen, was ihr Junge tut. Aber das war realistisch. Das war ja alles so heimlich und hintenrum. Die Jungs haben es ja nicht erzählt zu Hause. Und insofern hatte die Lindenstraße wieder recht. Oder zum Beispiel hat man für Helga Beimer nach der Scheidung, hat man also gesagt, hat der Hans Geisendörfer gesagt, sie soll Brustkrebs bekommen. Da habe ich gesagt, Hans, das kannst du doch nicht machen. Eine Frau, die 50 ist, geschieden wird. Und jetzt wird die noch mit Brustkrebs bestraft. Also das geht nicht, ist unmöglich. Und dann habe ich beobachtet bei Autogrammstunden, dass zwei verschiedene Frauentypen auf mich zukamen. Also die einen waren sehr sportlich, sehr elegant und sehr munter. Und die sagten, och, was wollen Sie denn mit den dünnen Heringen? Sie kriegen noch einen anderen Mann. Also da brauchen Sie sich doch gar keine Sorgen zu machen. Und die anderen waren etwas rundlich und liebevoll, mütterlicher. Und die jammerten, die sagten, och, der Hansemann und Taube sollen doch wieder zusammenkommen. Und das waren wirklich zwei Frauenbilder, die auch in der Gesellschaft vertreten sind. Die einen, die jammern, die einfach nicht loslassen wollen. Und die anderen, die einfach sagen, ich gehe in die Zukunft. Ich versuche, mein Glück neu zu gestalten, meine Zukunft neu zu gestalten. Insofern haben wir da auch ein Thema aufgegriffen, was eben sehr viele Frauen anging in dem Fall. Ja. Wären Sie gerne mal ausgebrochen aus Ihrer Rolle, wirklich mal einen ganz anderen Charakter als Helga Beimer auch gespielt? Vielleicht ein bisschen am Anfang war ich ja mütterlich, sehr mütterlich. Und ich kann mich erinnern, dass der Witt mal gesagt hat, der Regisseur, Klaus-Peter Witt, der auch die Drombusch gemacht hat. Und der sagte, ach Marie-Louise, wir müssen da mal ein bisschen sexy mehr machen mit der Helga Beimer. Zieh doch mal einen kurzen Rock an und man sieht ja nie Beine. Gehst mal über die Straße zum Reisebüro hin und wieder zurück. Und er wollte einfach dann ein etwas selbstständigeres Bild zeigen von der Frau. Also nicht nur die Mutter, die am Herd steht und sich immer Sorgen macht, sondern eben auch die Unternehmerin, denn sie wurde ja dann Reisebürokauffrau. Und in Wirklichkeit, als wir anfingen, hat dann der Hans gesagt, wir sollen mal aufschreiben, ein Arbeitspapier machen. Ich weiß nicht, ob das alle Kollegen gemacht haben. Also ich habe es gemacht, das war 13 Seiten lang und habe überlegt, ja, der Mann ist Sozialarbeiter. Ja, dann ist die bestimmt so auch ein bisschen flippy so und vielleicht hat sie auch so, ja, so wie die Hippie-Generation, so ein bisschen so Kleider an, weil ich das für mich privat auch liebte im Sommer, wie gesagt, sonst ist es mir zu kalt, ja. In unserem Breitengraden. Und und dann hat er, da habe ich das weiter ausgeführt, habe aber nie daran gedacht, die Helga Beimer so bieder zu machen. Also wie sie dann letztlich gewollt wurde. Also mit diesen etwas aufgetürmten Haaren. Klausi sagt ja auch, Mama, du siehst aus wie so ein Gugelupf, als sie vom Friseur kam. Das ist, also sie wollten genau das Bild, wie es zu der Zeit, also wie eine Mutter im bürgerlichen Haushalt, der Vorstellung der Gesellschaft entsprach. Also unerotisch, mütterlich, sehe für die Kinder da, nur sich orientieren an den Sorgen. Und dann kam ja der Knall, dass der Mann eben ausbrach. Und der Achim sagte, mir ist langweilig, ich will mal fremd gehen. Und dann hat Hans Geisendörfer gesagt, ja, kannst du, aber dann musst du auch die Konsequenzen ziehen. Und Helga hat ihn eben erstmal aus dem Schlafzimmer verbannt, dann hat sie ihn in den Hobbykeller verbannt, dann nahm er ein Zimmer in die Stadt und am Ende hat sie etwas gehört von einem Kind, als sie einen Wasserkasten hochtragen musste. Und da war es aus. Da sagt sie, also der Mann, sie hatte gehofft, er kommt wieder. Also das war natürlich auch eine bürgerliche Einstellung oder etwas, wo man auch noch nicht loslassen wollte, was man da gezeigt hat. Aber sie hat sich geirrt. Er ist nicht wiedergekommen. Nicht? Und sie hat sich auch nie scheiden lassen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema bei Frauen, dass sie so an den Verbindungen, an der Vertrautheit auch hängen, dass sie das nicht haben wollen. Und dann haben die Kinder aber wiederum gesagt, Mama, nun lass dich doch scheiden. Hier unsere, wie heißt sie noch, berühmte Schauspielerin, Burton, Liz Shaler und Burton haben doch auch zweimal geheiratet. Und dann wurde das so geschrieben in dem Drehbuch, dass sie dann so einwilligte.
Und dann sogar so fortschrittlich war, dass sie dann Zeitungsannoncen aufgaben unter dem Druck der Kinder, damit sie Männer kennenlernt. Und das waren sehr lustige, unterhaltende und heitere Geschichten. Ja. Sie haben ja zu Ihren Kollegen ein richtig gutes Verhältnis, ein wirklich homogenes Team. Stimmt es aber, dass Sie während der Dreharbeiten Ihre Kollegen auch mit den Rollennamen angesprochen haben? Und wie ist das im Dialog dann? Muss man dort noch viel lernen? Man kennt sich ja schon so gut. Muss man sich wortwörtlich an ein Drehbuch halten oder entstehen Dialoge dann auch, weil man sich einfach so gut kennt? Nein, man muss sich, da haben die Dramaturgen großen Wert darauf gelegt, dass wir ganz genau das sagen, was im Drehbuch steht. Und da waren natürlich viele Sachen, die dann nicht so sehr zu der Person passten, zu der Art, wie die Person war. Und da haben wir dann ein bisschen uns eingebracht und haben gesagt, nein, wir wollen das so ein bisschen anders haben. Da mussten wir aber drum kämpfen, nicht? Also da waren wir nicht so begeistert. Die Autoren waren da nicht so begeistert von. Aber wir haben uns dann durchgesetzt, weil man nur mit der eigenen Person überzeugend sein kann. Also wenn Sie einen Text sagen, den Sie nicht inhalieren können, sage ich mal, den Sie nicht verdauen können, dann können Sie nicht überzeugend sein. Dann merkt man immer, da ist ein bisschen aufgesagt. Und das wollen wir. Also ich will das nicht. Mhm. Ja. Machen wir den Übergang zu Ihrem wirklichen Leben, machen es als soft erstmal. Thema Spiegelei und Weihnachtskekse, das muss ich noch unterbringen. Ja. Wahrscheinlich habe ich schon tausendmal gehört. Unbedingt. Wie oft essen die Spiegelei im wirklichen Leben, wenn sie frustriert sind, oder passiert das eher weniger? Nein, überhaupt nicht, nein. Nein, ich esse ein Spiegelei meistens, wenn ich unterwegs bin, in Hotels morgens. Da lasse ich mir Spiegelei servieren. Zu Hause höchstens mit Spinat. und die Weihnachtskekse gelingen Ihnen immer? Ja, aber auch da bin ich nicht so. Ich kriege von meinen Freunden immer aus Nürnberg die schönen Printen geschickt und auch aus Aachen die Aachener Printen. Und dann muss ich nicht noch selber backen, das brauche ich dann nicht. Ja. Ja, vor allen Dingen, das Irre ist ja, dass Helga Beimer sie immer anbrennen lässt, die schwarzen Farben. Genau. Ja, und zwar nicht absichtlich, sondern sie ist gerade mit irgendwas beschäftigt. Und bums, passiert es wieder. Und es passiert jedes Jahr. Selbst Helga Beimer, genau. Ja. Im wirklichen Leben sind Sie sehr engagiert. Thema UNICEF und Plan, Stiftung Plan helfen. Erzählen Sie kurz Ihre Beweggründe. Hat das mit Ihrer Vergangenheit zu tun? Weil Sie ja selber ein Pflegekind waren. Sie möchten anderen helfen. Wie ist Ihre Stellung dazu? Nein, das ist entstanden. Wir waren ja Anfang der 90er Jahre, also nach 5 Jahren, wahnsinnig bekannt und berühmt. Und gerade ich als Helga Beimer, als das Muttertier, war sehr beliebt. Das Publikum liebte mich. Und da kamen sehr viele Hilfsorganisationen auf mich zu und sagten, können Sie uns helfen? Das waren 10 an der Zahl. Und ich habe gedacht, nein, ich muss mich mal entscheiden. Ich will nicht überall helfen, das geht nicht. Dann ist es wie ein Sieb, man verstreut und man muss sich konzentrieren auf 1, 2 oder auch 3 Sachen höchstens. Und so habe ich, am Anfang war ich für Edi von Anhalt in St. Petersburg unterwegs und habe das gemacht 4 Jahre lang. Dann kam UNICEF und hat also mich gebeten, eine Weihnachtsbaumaktion zu machen, damals mit dem Bürgermeister, mit dem Burger. Das war sogar noch viel früher. Wann war das? Also aber Ende der 80er. Und das hat mir dort auch Freude gemacht. Und ich dachte, ja, wenn man so die Leute ranführen kann an das Spenden, dass es ihnen auch selber Freude macht. Mit Grußpostkarten, die jeder kauft. Und das ist ja eine kleine Sache, aber in der Masse ist es wieder eine große Sache, die sehr hilft. Und dann ist es ja doch sehr leicht. Und dann kann man das doch gut machen und hilft vor allen Dingen. Und dieses Helfen habe ich natürlich durch Plan International verstärkt gespürt, weil man über die Patenkinder einen direkten Kontakt zum Land bekommt auch. Man bekommt dann, also mein erstes Patenkind war ein indisches Mädchen. Es war eine Organisation, also eine kleine Firma war das. Die haben damals der Dr. Bauch, der hat also für seine Werbefirma, eine kleine Werbefirma, hat er gesagt, ich muss irgendwas machen, was ein bisschen so eine Durchschlagskraft hat. Und er fing an mit Patenschaften und das ging aber noch nicht so. Und dann sagt er, ich glaube, die Frau Marianne, die passt gut zu uns. Dann sind wir, aber sagt er, Sie brauchen erst sich entscheiden, wenn Sie mit uns einmal in Indien waren. Dann wissen Sie, wie unsere Arbeit ist und was wir machen. Und dann bin ich also mit rübergefahren und war also vor Ort und habe dann wirklich gesehen, wie die Arbeit von Plan läuft. Und das hat mich dermaßen beeindruckt, denn es steht auf 4 Füßen. Also es geht darum, dass Hilfe zu Selbsthilfe, dass die Menschen nichts geschenkt bekommen, sondern dass man ihnen zeigt, wie es geht und dass sie es selber machen. Dadurch bekommen sie eine Bindung.
In jedem Dorf gibt es wie so einen Empfehlsdirektor, der 4 Jahre bleibt. Und auch in einem Land 4 Jahre, das hat einen diplomatischen Stand und dann geht er in ein anderes Land, damit es auch keine Verfilzungen gibt. Und dass man auch immer wieder mit frischen Augen auf die Sachen schaut. Und oft ist es auch so, ja, meistens brauchen die Länder mehr wie 4 Jahre, um autonom zu sein. Und dann haben wir, also es geht dann darum, erstmal das Gesundheitswesen, die Medizin, das kleine Krankenhaus, dann geht es um die Schule, kleine Schule, die Erziehung, die Bildung. Dann geht es um das Gemeindehaus, das Allgemeinwohl. Dann geht es darum, dass die Eltern ein Income haben, also dass sie etwas schaffen können, womit sie sich selber etwas, eine Zukunft schaffen. Zum Beispiel bekommen sie einen Ochsen, aber nur geliehen. Sie müssen das alles irgendwie bezahlen. Und das finde ich gut. Mhm. Denn man sieht ja so oft, die Entwicklungshilfe stellt irgendwas hin und dann verrostet der Flug. Mhm. Aber wenn sie wissen, es ist ganz wenig, ein paar Penny, ganz wenig, aber einfach die Haltung dazu. Man muss etwas tun, um etwas zu bekommen. Und das ist die richtige Haltung, um einfach eine Bindung auch zu kriegen zu den Dingen. Und so ging das, also so war das da, das erste Mädchen, die kleine Suluhana Matre, habe ich sehr geübt, Suluhana Matre, war mein allererstes Patenkind. Und ich weiß, es war also ein Dorfplatz, da standen die Mädchen alle rum, Jungen und Mädchen. Und ein indischer Mann, der also das betreute, die Inder machen nämlich, wenn sie Ja sagen, machen sie so. Und wenn sie Nein sagen, dann machen sie so. Also genau umgekehrt wie bei uns. Bei uns ist Kopfschütteln Nein und Ja ist den Kopf nach vorne bewegen, ist Ja. So, und dann ging ich auf ein Mädchen zu, weil ich dachte, wenn sie hübsch ist, ist sie vielleicht auch intelligent. Und dann kann ich sie vielleicht ein bisschen länger unterstützen. Und ich ging auf das Kind zu und ich sah so aus dem Augenwinkel, wie der Leiter plötzlich ganz heftig so immer machte. Also nein, ich war im Moment erstmal irritiert, weil ich denke, ja, er sagt ja. Nein, 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 es war nein, nein. Und ich hatte die Arme aber schon ausgestreckt, um das Kind in den Arm zu nehmen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann die Arme nicht zurücknehmen. Es ist unmöglich. Dann habe ich sie einfach nur leicht verschoben und habe sie so etwas weiter runtergebogen. Und da war da ein kleines Mädchen mit einer dicken Knollennase und fing an zu schreien. Die Mutter des Kindes war eine Reisbäuerin. Man sieht auch Bilder. Ich habe welche mitgebracht. Hier können Sie anschauen. Es war so, das Kind war so erschrocken, dass seine Mutter sieht doch ganz anders aus. Sie hat doch schwarze Haare und ist ganz dünn. Und jetzt kam auf einmal da so eine Germania mit blonden Haaren und beugt sich über das Kind. Und wenn man dann sieht, man sieht dieses kleine Mädchen hier, man sieht es hier. Und wenn man dann sieht, was nachher, wenn Plan geholfen hat, was dann daraus geworden ist, er hat es mitgenommen, an Selbstverständnis, an Ausstrahlungskraft. Also was Plan bewirkt, um einfach so Kinder zu einer Stärkung zu verhelfen. Also das ist mir sehr, sehr aufgefallen an allen Patenkindern. Wenn wir hinkamen, waren die erst schüchtern, sie waren verängstigt. Und dann haben wir im Rhythmus von 5 Jahren sind wir wieder hingefahren, um zu dokumentieren, was ist daraus geworden. Das ist wichtig. Der Spender muss ja wissen, was mit seiner Spende passiert. Und so haben wir das einfach dokumentiert mit Filmbeiträgen, die zum Teil eben im MDR gelaufen sind. Und dann konnte man deutlich sehen, wie die Kinder sich verändert haben. Aber auch die Mütter, die waren auch offener. Die Mutter, die hatte sich hinterm Baum versteckt, die kam ja nicht hervor. Und die Kleine auch. Und als wir sie dann schreibt man sich Briefe, dann kommuniziert man, dann kriegt man Berichte, wie die Verhältnisse sind mit der Familie, was für Geschwister da sind, was die machen. Auf Englisch oder auch in ihrer Muttersprache. Das wird dann übersetzt von Plan. Und dann kriegt man die übersetzten Briefe. Es gibt ja riesige Büros in Plan. Das ist ja ein unglaublich riesiges Unternehmen geworden. Die arbeiten in 54 Ländern. Wie viele Patenkinder haben Sie? 5. Das heißt, jetzt ist das 5. Das war in Haiti. Die kleine Alexis, die sind aber weggezogen aus diesem ganzen gesamten Gebiet. Und dafür habe ich ein Mädchen in Mosambik genommen. Das ist eigentlich das 6. dann. Aber Sie haben immer schon persönlichen Kontakt. Sie wissen genau jeden Namen. Sie wissen den Entwicklungsstand. Und ab und zu fliegen Sie halt rüber und schauen vor Ort. Nun ist das natürlich mit 1990 schon angefangen. Und die kleine Suluhana Matre, die ist ja längst. Das Dorf ist ja längst autonom. Also dann rücken die Kinder aus dem Blick. Dann bekommen sie noch einen Abschiedsbrief von mir, dass andere Kinder auf mich warten. Tut das nicht weh, das wehlassen? Oder sagen Sie, jetzt habe ich das erreicht, was ich auch wollte? Genau, das ist es. Das ist ja nicht so, dass man mit einem Kind lebt. Man lebt geistig über die Verbindung, über die Entfernung, durch einen Brief.
und durch diese Tatsachen, die einem geschickt werden von der Organisation. Aber es ist ja eigentlich mehr ein Helfen. Und wenn sie dann das erreicht haben, dass sie die Schule geschafft haben, man kann das nicht vergleichen mit hier, dann freut man sich einfach und denkt, ach, Ziel erreicht, wunderbar. Wir müssen jetzt sehen, was das nächste Patenkind macht. Und es geht immer um das ganze Dorf, nie um das einzelne Kind. Das Kind steht für die Dorfgemeinschaft. Und es geht immer darum, dass in dem Dorf diese vier Säulen, die Gesundheit, die Bildung, das Income für die Eltern, die Aufklärung der Frauen und letztlich auch, die, dass sie nicht so viele Kinder kriegen. Darin liegt ja auch viel Aufklärung, denn das ist ja sehr wichtig. In den Ländern ist ja oft ist eine Überbevölkerung und da versucht auch Plan immer einzugehen. Und was jetzt noch viel mehr auf der Tagesordnung steht, ist, dass man den Kindern nicht nur das reine Überleben oder die reine Existenz, die dann mit dem Abschluss oder der Autonomie des Dorfes zu Ende geht. Nein, jetzt geht es so weit, wir haben ein Mädchen, die Bijnu aus Nepal, die ist Rechtsanwältin geworden. Und die Chaudhary Urmila, das war die erste, die ich kennenlernte, die hat es nicht ganz geschafft, aber denn das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Die Kinder wurden verkauft für $30. Ne? Wenn die Familien die Arztrechnungen von den Eltern nicht mehr bezahlen konnten, vom Vater, Oma, was weiß ich, dann kam so ein, wie so ein Werber, der ging durch die Dörfer und dann haben die ihre Kinder verkauft. Das ist heute noch, stellen Sie sich mal vor, für $30. Ne? Und dann mussten diese Kinder arbeiten, die waren dann solche, die gingen Hausmädchen, die gingen in die Haushalte und mussten da 16 Stunden schuften, nicht? Und hatten keine Möglichkeit der Bildung. Und sie kommen dann nicht aus dem Armutskreislauf raus. Und das ist für Plane sehr wichtig, dass die Bildung steht über allem. Und dass sie da rauskommen. Und die Omilla, die hat dann auch Demonstrationen mitgemacht. Die hat sehr viel Leid erfahren. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, Sklavenkind. Ich habe das mit, Sie können da gerne mal einen Blick reinwerfen. Und Bijnu ist das Mädchen, das sozusagen richtig zum Erfolg gekommen ist. Die also dann Anwältin ist, und ein Patent hat und richtig dort in ihrer Heimat arbeiten kann. Aber über wahnsinnige Schwierigkeiten. Sie war auch ein Kamelari-Mädchen. Das heißt, das hat was mit Kammer zu tun. Das ist eine, in Indien ist das, in Nepal, in den möglichst oben in den Ländern auch der ethnischen Minderheiten, da passieren diese Sachen. Wie gehen Sie selber damit um, wenn Sie vor Ort waren und dann wieder ins reiche Deutschland zurückkommen? Haben Sie dann eine gewisse Demut oder die Diskrepanz zwischen Arm und Reich und Überfluss? Nun muss man dazu sagen, ich kenne das arme Deutschland, ich kenne das alles vom Krieg. Ich bin 40 geboren, mitten im Krieg. Und ich habe natürlich als kleines Mädchen, da haben wir also Bucheckern gesammelt und Kastanien und dann aus den Bucheckern Mehl in der Kaffeemühle geschrotet und daraus Plätzchen gemacht. Oder wir haben einen Garten gehabt, alles Mögliche, alle Pflanzen, also alles Mögliche angebaut, um uns selber zu ernähren. Schuhe gab es gar nicht, man lief den ganzen Sommer nur barfuß rum. Und dann gab es mal irgendwie Geschenkklepperchen, also so aus Holz, so Holzpantinen. Und dann weiß ich, habe ich mich mal gestritten mit einem Nachbarsmädchen. Und der hat die vor Wut, hat die dieses Klepperchen genommen und hat das runtergeschmissen, unten zur Ruhe. Dann kam ich mit dem einen Klepper nach Hause, was glauben Sie, was da los war? Da habe ich erstmal Ohrfeigen gekriegt und es war eine Katastrophe, dass dieser Klepper weg war. Das stellen Sie sich mal heute vor. Heute würde man sagen, was, kaufen wir gleich was Neues. Das war, also ich kenne das. Und dann hat man natürlich wieder eine andere Haltung dazu. Dass man sagt, dass es das heute noch gibt, dass die Menschen so arm sind. Das liegt am Ungleichgewicht der Welt. Und da habe ich gedacht, da müssen wir anfangen. Wir müssen daran arbeiten, dass das Gleichgewicht der Welt hergestellt wird. Und dass wir die Flüchtlinge, wie sie jetzt vor der Tür stehen, man muss arbeiten da, wo sie sind, dass sie bleiben können, dass eben auch keine Kriege entstehen, dass alle genug haben, dass einfach andere Interessen auch im Vordergrund stehen, nicht nur die Machtinteressen. Ich bin der Größte, der Beste, der Tollste und ich habe die Welt im Griff. Das ist tödlich für die Gemeinschaft der Welt. Daran muss man arbeiten und darum finde ich das so wichtig, dass man durch diese Patenschaften, die ja 28 € im Monat
Kosten. Dafür können Sie nicht zu zweit Abendessen gehen irgendwo. Da kriegen Sie dann gut eine Currywurstbude, können Sie 6 Leute einladen für eine Wurst. Aber ich meine, ich sage auch immer, die Leute sollen auch nicht opfern. Sie sollen von 4 Scheiben Brot hatten, kann man eine abgeben. Da wird man immer noch satt. Das ist so ein, das habe ich mir so einfach vorgestellt. Und wenn Leute kommen und Kinder haben und dann auch noch eine Patenschaft übernehmen wollen, dann sage ich sehr oft, ach, Sie haben Kinder, machen Sie das für Ihre Kinder. Aber es gibt genügend Leute, zum Beispiel Leute, die, also denen es gut gegangen ist, ein Leben lang Kinder sind aus dem Haus und die würden gerne nochmal etwas zum neuen Lebensinhalt auch finden. Nicht? Sie müssen sich ja auseinandersetzen mit dem Land, ob Sie ein Kind in Nepal haben oder in Indien oder in Afrika. Mit dem einzelnen Land. Und das macht ja Spaß, wenn Sie dann... Sie können das auch besuchen. Sie dürfen das Patenkind auch besuchen. Mhm. Natürlich unter der Beobachtung von Plan, damit da also alles mit rechten Dingen zugeht. In Paraguay habe ich ja auch ein Mädchen gehabt. Fabiola Caballero. Und die hat so eine schöne Stimme gehabt. So eine herrliche Stimme. Eine Opernsängerin. Ja, wirklich. Und das war eine... Also auch ein, der, man sieht es, die Bilder werden ja nachher an die Wand geworfen. Man sieht jetzt, wie sie einfach sich alle wahnsinnig entwickeln, unter der Obhut von Plan. Und das gibt einem eigentlich recht, dass man das Richtige tut. Und die bleiben dann in ihren Dörfern. Es sei denn, da ist so ein Ast runter, was raus will und dann die Chance bekommt. Weil dieses Mädchen wurde gesponsert von jemandem, der, also Hilfe für Plan, der auch eine eigene Stiftung hat und hat gesagt, wir lassen das Mädchen studieren. Das ist dann wieder das persönliche Glück, was ich mit durch meine Adoptiveltern gehabt habe. Mein Vater war Elektriker auf dem Elektrizitätswerk und die hatten, weiß Gott, nicht viel, aber das Kind ging aufs Gymnasium. Und das Kind lernte Klavier spielen und das Kind machte bei der Schulaufführung mit. Und da wurde alles für getan und genäht und gemacht. Und dass das Kind wirklich alle Chancen bekommt. Das macht auch nicht jede Familie. Nicht? Das stimmt. Mhm. Dann schließt sich ja der Kreis so ein bisschen, weil dann ist es ja aber auch schade zu sagen, die Lindenstraße hat jetzt ein Ende, weil da hatten Sie immer die Möglichkeit, so gesellschaftspolitische Themen auch mal unterzubringen und Leuten präsent zu machen. Das heißt, wie machen Sie das in Zukunft, wenn Sie nicht mehr dieses Medium Fernsehen haben, wo Sie auch Botschaften unterbringen können? Aber ich bin ja immer noch bei UNICEF und bin gerade im Komitee auf 4 Jahre verlängert worden. Und da habe ich ja mein Umfeld. Also da kann ich ja, da kriege ich ja Aufgaben und das ist ja unabhängig vom Fernsehen. Das Fernsehen hat einem nur die Berühmtheit und Bekanntheit beschert, die Popularität. Ja. Nicht? Aber die bleibt ja, die geht ja nicht weg. Das ist ja Geschichte, Fernsehgeschichte, was wir geschrieben haben. Und die Helga Beimer ist so im Bewusstsein der Deutschen, ich merke das immer wieder, also 99% der Deutschen kennen mich. Ja, im positivsten Sinne. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Ja. Genau, 99% der Leute kennen Sie. Ist es ein Kompliment für Sie, wenn ich sage, Inge Meisel war die Mutter der Nation? Und wenn ich jetzt höre Plan UNICEF, dann sind Sie eigentlich nicht nur die Mutter der Nation, Sie sind die Mutter der Welt, wäre jetzt vielleicht so ein bisschen zu dick aufgetragen, aber schon eine Stufe höher noch. Ja, also dieser Vergleich mit Frau Meisel, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so richtig, weil Frau Meisel hat 6 Folgen gespielt in den Unverbesserlichen. 6. Ja, das stimmt. Und das war die Zeit, als man überhaupt mal so eine Mutterrolle da spielte. Und dann hat man das wohl geschrieben oder es wurde lanciert oder wie auch immer. Und wir haben jetzt 1758 Folgen und haben 35 Jahre gearbeitet. Das ist ja nun ein ganz anderes Kaliber. Und dann sage ich auch, eine Mutter der Nation ist immer dann so gut, wenn der Autor für sie eine gute Geschichte schreibt, dann sagt man, das ist unsere Mutter der Nation. Wenn der aber nicht gut schreibt oder hängt ihr da irgendwas an, was sie gar nicht wollen, dann werden sie es nicht in den Mund nehmen. Also als Schauspielerin, da kann man das eigentlich gar nicht so festmachen. Damals war das ein Anfang, aber ich glaube, ich wehre mich nicht dagegen. Nicht, dass sie ein falsches Bild kriegen. Ich wollte es nur relativieren, was es bedeutet. Und da die Menschen, gerade die Deutschen, auch alle, nicht nur die Deutschen, die Menschen brauchen etwas, woran sie sich festhalten können. Warum hat man Gottesbilder? Warum hat man Talismänner? Das sind alles Dinge, an denen kann man sich festhalten. Da kann man sagen, den habe ich in der Hand, dann geht es mir gut. Oder die Steine, die man in der Hand hat, die Kraft vermitteln. Und so ist eben im Fernsehen, da weiß Mutter der Nation, das ist ja die Frau Marian, die Mutter Beimer. Dann hat man direkt ein Bild und das kann man projizieren. Und insofern nehmen wir es mal an.
Marie-Louise Marjan, Helga Weimer, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden Sie, die Spiegeleier und Sie als Talisman und Mutter der Nation vermissen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön.